keiner leben will, das ist klar. Wir haben pro 1000 Einwohner, und das ist doch die einzige Messzahl, die zählt, oder? Wir haben pro 1000 Einwohner dreimal so viel Apotheke wie Dänemark. Sie haben in jeder Fußgängerzone mehr Apotheken als Metzger. Hm? Warum? Kriegen Sie Fleisch auf Rezept? Aber die Apotheker sind ja alle FDP-Wähler. Und FDP-Anhänger kämpfen ja für die freie Marktwirtschaft. Bei Wurst, bei Käse, bei Brot und bei Gemüse. Nur bei Medikamenten darf es auf keinen Fall freie Marktwirtschaft geben. Da müssen die Gehälter garantiert werden. Das letzte Kombinat der Deutschlands, die Apotheken. Volkseigene Betriebe. Hier wird sowas von gelogen, meine Damen und Herren. Wir haben die Ärzte doch. Sie sagen, wir haben Ärztemangel. Wir hatten vor 13 Jahren Ärzteschwemme. Können Sie sich daran erinnern? 1994 hatten wir Ärzteschwemme. Seitdem haben wir 12.000 niedergelassene Ärzte mehr und 12.000 Krankenhausärzte mehr. Das heißt, wir haben 24.000 Ärzte mehr als damals. Jetzt haben wir keine Schwemme mehr, jetzt haben wir Mangel. Wir haben einen Mangel durch mehr. Sehen Sie, um das jetzt begreifen zu können, müssen Sie schon wieder Arzt sein, sonst kommen Sie an die Medikamente nämlich gar nicht ran. Es gibt genug Ärzte in diesem Land, die sind nur falsch verteilt. Auf dem Land will das keiner mehr machen. Ja klar, Landarzt, das ist nur im ZDF romantisch, meine Damen und Herren. Im wirklichen Leben heißt das Hausbesuche mit weiten Anfahrten, für die sie kein Geld bekommen. Auf dem Land will keiner arbeiten. In den großen Städten, da wollen die Ärzte arbeiten. Und auch da nicht im Krankenhaus, natürlich nicht. Alles unter Chefarzt ist der Ausbeutung im Krankenhaus. Nein, eine schöne eigene Praxis in der Großstadt. Am besten mit einem Computertopografen. Die bestbezahlten Ärzte in Deutschland sind die Radiologen. Leute, die Röhre schieben, wieder rausholen. Sie haben nichts, aber nett, dass sie mal da waren. Das ist Medizin, die sich rechnet, meine Damen und Herren. Die Menschen, die die Patienten am seltensten zu sehen bekommen, verdienen das meiste Geld. Denn entweder sie haben nichts, dann sehen sie den Mann nie wieder, oder sie haben was, dann sehen sie den auch nie wieder. Der sieht sie auch nicht, der guckt ja nur Fotos von ihnen. Super System. Eine Praxis in der großen Stadt, davon träumen die Ärzte alle. In den großen Städten haben wir Praxen ohne Ende. Laufen sie durch die großen Städte Deutschlands, spucken sie irgendwo hin, sie treffen immer ein Praxisschild. Wir haben in Düsseldorf Stadtteile, da gibt es mehr Kardiologen als Menschen mit Herz. Und das Schicksal der Zahnärzte, das rührt die Nation dann endgültig zu Tränen. Das sind die ärmsten Schweine überhaupt. Zahnärzte. Mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei sparen wir bei Einsparungen im Zahnbereich gleich doppelt. Das haben die Politiker ja auch erkannt. Ja klar, am weitesten geht die FDP. Ja? Die FDP möchte ja, dass die gesetzliche Krankenversicherung abgeschafft wird. Nicht die private, sondern die gesetzliche. Die FDP sagt, die gesetzliche Krankenversicherung sei eine Zwangsversicherung. Stimmt ja. Sie müssen sich ja versichern, und zwar zu denselben Konditionen wie alle. Und da sagt der Westerwelle, man kann einen mündigen Bürger nicht zwingen, sich zu denselben Konditionen zu versichern wie alle anderen auch. Jeder müsse frei entscheiden können, ob er sich versichert, wenn ja, welchen Körperteil für wie viel. Das können Sie mit der privaten Kasse ja frei aushandeln, was Sie ausschließen, Selbstbeteiligung und so weiter. Das macht für FDP-Wähler sehr viel Sinn. Sehen Sie, FDP-Wähler benutzen ihren Kopf so gut wie nie. Das ist ja rausgeschmissen Geld. Was soll da kaputt gehen? Außerdem, wer bietet Vakuumversicherungen an? Habe ich mich immer schon gefragt. Für einen FDP-Wähler reicht eine Torso-Versicherung völlig aus. Und der Chef-Torso, also der Westerwelle, der hat auf einem Parteitag der FDP wörtlich gesagt, gerade im Zahnbereich, das wäre purer Sozialismus. Und da hat er gar nicht so Unrecht. Schauen Sie sich mal um in diesem Land. Hier haben wirklich fast alle Menschen alle Zähne im Maul. Das ist doch diese typische sozialistische Gleichmacherei. Waren Sie mal in den USA in Urlaub, im Land of the Free? Waren Sie mal auf Kreta, in der Türkei, Südfrankreich oder Portugal? Überall laufen die alten Menschen sehr viel individueller rum als hier. Das ist doch die Romantik, die wir Deutschen als wirtschaftliches Schlusslicht Europas im Urlaub suchen. Wie sieht das denn aus? Sie sind auf Kreta, da ist so ein schöner alter Olivenhain, verkrüppelte Bäume,
Unser altes Ömmerken, fast so verkrüppelt wie die Olivenbäume, mit dem Krückstock ganz in Schwarzzimmer, das von der Postkarte kennt. Ne? Und da lächelt die in ihre Kamera und hat ein komplettes Gebiss, da zieht doch Scheiße aus. Macht das Motiv doch kaputt. Im Grunde will der Westerwelle ihnen nur den Flug ersparen. Der Westerwelle holt die Romantik zurück nach Deutschland, da wo sie hingehört. Und wenn das mit dem Klimawandel funktioniert, kommen die Olivenbäume sogar hinterher. Der Westerwelle sagt, jeder Mensch müsse frei entscheiden können, was er mit dem Geld macht, das ihm noch zur Verfügung steht. Und das wird doch immer wichtiger werden. Sie werden immer weniger Geld haben. Wenn Sie heute in Rente gehen und Sie haben 35 oder 40 Jahre lang als Verkäuferin oder Sekretärin gearbeitet, da gehen Sie mit 850 Euro im Monat in Rente. Das ist eine realistische Zahl. So, dann machen Sie erstmal ein Fass auf, oder? Dann kündigen Sie am besten Ihre alte Wohnung und ziehen in das Fass. Denn jetzt kommen 10 Jahre lang keine Rentenerhöhung, hat der Müntefering versprochen, ein Versprechen müssen die halten. Dafür 10 Jahre lang Preissteigerung, Inflation, 2% Inflation jedes Jahr. Was das nach 10 Jahren an Kaufkraftverlust bedeutet, können die meisten Deutschen zum Glück nicht mehr ausrechnen. PISA hat ja nicht nur Nachteile. PISA steht für Peace. Was glauben Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was hier los ist? Wenn Sie nur noch so wenig Geld haben, da wollen Sie doch nicht, dass der Staat Ihnen Vorschriften macht, an welchen Tagen Sie heizen, an welchen Tagen Sie essen. Das will doch jeder individuell handhaben, oder? Der eine sagt, ein Tag heizen, ein Tag essen, ein Tag heizen, ein Tag essen. Der andere hat es gerne Wochenende warm. Ja, bitte sehr. An den Tagen, wo Sie nicht heizen können, sind Sie froh, wenn Sie keine Zähne haben. Brauchen Sie nicht zu klappern. Andere diskutieren auf dem Steinbrück-Niveau. Fahre ich dies Jahr wieder mal in Urlaub oder lasse ich mir die Zähne machen? Sie können auch zum Ballermann fahren, da ist alles mit Strohhalm. Da brauchen Sie die Zähne gar nicht. Und dann sparen wir langfristig nochmal bei den indirekten Kosten. Wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, können Sie nicht mehr alles beißen. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja auch mal vorgesehen war. Ja, gute Frau, Ihr Herrgott wird sich da was bei gedacht haben. Die Beine fallen Ihnen ja auch mit 60 nicht aus. Nicht mal bei schlechter Pflege. Wenn Sie nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, kommen Sie damit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus. Man sagt, im Jahr 2030 kommen auf einen Leistungsträger 2 Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Wir haben ein demografisches Problem. Ja, da muss man noch mal offen drüber sprechen. Wir hatten früher eine Alterspyramide. Alterspyramide hieß, in der Spitze wenig alte Menschen. Und dann eine Pyramide, das Fundament war eine jungen Menschen, breit und solide stand die Pyramide. Haben Sie die Grafik neulich noch mal gesehen? Da ist jetzt schon so ein Knubbel als Spitze oben drauf. Das sind die über 100-Jährigen, die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe überhaupt. Manche sagen, das sind die Einzigen, die sich noch vermehren. Haben Sie oben den kleinen Knubbel, dann kommen noch 2 dickere Knubbel und dann wird der Stamm unten immer dünner. So sieht die Grafik heute aus, ne? So. Wie machen Sie daraus wieder eine Pyramide? Wenn die Spitze schon so breit ist, wie breit muss das Fundament werden, damit das wieder eine Pyramide wird? Überlegen Sie mal, das schafft doch nicht mal Ursula von der Leyen. Nicht mal, wenn alle Bischöfe mitmixen. Nein! Wenn Sie aus so einem Gebilde wieder eine Pyramide machen wollen, dann müssen Sie oben ein bisschen beischneiden. Fragen Sie mal einen Gärtner, da kommen Sie sonst nie mehr bei. Und was tun wir hier? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und jetzt wollen die auch noch überall das Rauchen verbieten. Das ist doch volkswirtschaftlicher Schwachsinn, oder nicht? Wir müssen Zahnbürsten verbieten und die Menschen zum Rauchen zwingen. 2x täglich eine Packung unter Aufsicht. Wobei Zahnbürsten verbieten, das können Sie wieder vergessen. Da putzen die Kinder heimlich, das ist Schwachsinn. Nee, wenn Sie es verbieten, wird's cool.
Da kriegen Sie eine Zahnputzzähne hinterm Hauptbahnhof. Da will ja auch keiner. Ey, wo hast du die Bürste her? Von Jan Ulrich. Und die Zahnpasta von Dieter Baumann. Aber der Konsum von Alkohol, von Tabak und von Süßigkeiten, der muss doch gesteigert werden mit allen Mitteln. Das schafft einen Boom in der Industrie. Das schafft doch Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Alles, was noch zählt, sind Arbeitsplätze. Ich schlage den Unsinn seit 16 Jahren satirisch vor. Jetzt machen die das. Die denken so in Berlin. Meine Gesundheitsministerin. Tritra Trulla Schmidt. Das Beste blieb uns erhalten nach der Wahl. Ja, da können Sie wählen, wie Sie wollen. Die sagen, das ist Demokratie. Ich glaube, das ist wie Scheiße am Schuh. Das kriegen Sie nicht mehr ab. Und es bringt nicht mal Glück jetzt in unserem Fall. Ulla Schmidt und ihre Gesundheitsreform. Ne? Wie weit sind wir gekommen, meine Damen und Herren? Die haben so lange rumdiskutiert über die Gesundheitsreform. Am Schluss waren alle froh, dass sie überhaupt was verabschiedet hatten, oder? Wir waren das doch sowas von leid, überhaupt noch was davon zu hören. Macht doch irgendwas, haben die Leute gesagt. Hauptsache, wir müssen es nicht mehr hören. Bei Kohl hieß es immer noch, es ist entscheidend, was hinten rauskommt. Bei dieser Regierung ist nur noch entscheidend, dass überhaupt was rauskommt. Was spielt keine Rolle mehr? Die Hauptsache ist, die haben nur abgekackt. Ob die den Topf noch treffen, interessiert auch keinen mehr. Ulla Schmidt hat ja ihren Geist in Offenbarungseid schon vor 3,5 Jahren abgelegt. Da ging es um die Erhöhung der Tabaksteuer. Rauchen sollte am 1. Januar 2004 1 € pro Päckchen teurer werden. Und das war lange vorher beschlossen und verkündet. Und kurz vor der Steuererhöhung sagte Ulla Schmidt auf einmal, ja, wir machen das jetzt doch nicht auf einen Schlag, wir machen das in 3 Stufen. Jetzt 33 Cent, später nochmal und nochmal. Und da wurde die Ulla Schmidt interviewt im ersten deutschen Fernsehen. Frau Schmidt, Rauchen ist ungesund und das Geld wird gebraucht. Wir wollen die jungen Leute abschrecken mit hohen Preisen und die, die es nicht lassen können, wollen wir abkassieren. Das ist politisch gewollt. Warum jetzt nicht auf einen Schlag 1 € pro Päckchen mehr? Warum jetzt die schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer? Und da hat die Ulla Schmidt die schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer mit dem Satz begründet, wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Und wem sich der tiefere Sinn nicht sofort erschlossen hatte, für den hat dann die CSU eine Pressekonferenz gegeben. Und da sagt der Sprecher der CSU wörtlich, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, verlieren wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Ja, das meinen die auch nicht ironisch. Das ist, als wenn ich sage, wenn wir Anschläge zu sehr erschweren, verlieren wir Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie. Deshalb haben wir nämlich auch kein Tempolimit. Gibt es in ganz Europa. Tempolimit hat nur Vorteile. Weniger Unfälle, weniger Tote, weniger Schwerverletzte, weniger Staus, weniger Umweltbelastung. Alles durch Tempolimit. Die deutschen Politiker haben seit 20 Jahren ein einziges Argument gegen Tempolimit. Die haben nur ein einziges. Sie sagen immer wieder, ja, Tempolimit wäre ja schön, aber das gefährde Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Tempo 200 zwangsweise auf der Autobahn? Was das Arbeitsplätze schaffen würde. Verraten Sie es nicht dem Michael Gloß, ich bitte Sie. Der sagt sofort, oh ja, und diese Arbeitsplätze werden dann immer früher wieder frei. Weiß hier einer, warum der Gloß Wirtschaftsminister geworden ist? Lothar Matthäus hätte doch auch Zeit gehabt. Jetzt dasselbe Theater mit dem Klimawandel. Waren Sie auch so überrascht? Der Klimawandel kommt. Vor 30 Jahren angekündigt und der ist pünktlich. Selbst die Grünen hatten schon gedacht, sie müssen ohne Klimawandel weiterleben. Aber er ist gekommen. Jetzt sind alle in heller Aufregung. Wir alle sind ja noch im Wachstumsbegriff groß geworden. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir wissen, Arbeitsplätze brauchen Wachstum. Um sie zu schaffen, um sie zu erhalten, brauchen wir auch Wachstum. Sie müssen Handys kaufen zum Beispiel. Nicht nur 2, 3, Sie müssen 5, 6, 7, 8 Handys haben. Und kommen Sie nicht damit, dass Sie nur 2 Ohren haben. Darum geht es ja nicht. Da müssen Sie noch mal ein 3. Ohr wachsen lassen, sonst haben Sie das alles nicht begriffen. Es geht um Wachstum.
Die Arbeitsplätze können nur erhalten werden, wenn wir weiter Wachstum haben. Wir alle sind in dem Gedanken groß geworden, wenn alle Menschen auf der Welt nur so fleißig sind wie wir Deutschen, dann können die auch so leben wie wir Deutschen. Das hat man uns doch immer erzählt. Man muss nur fleißig sein, dann kommt das schon mit dem Reichtum. Die Afrikaner sind einfach nur zu faul, hieß es doch immer. Das war doch das schöne Beispiel. Die könnten doch auch was leisten, die sind nur zu faul. Ja, jetzt haben wir Pech, die Chinesen sind nicht so faul. Jetzt stehen wir mit dem Wachstum dumm rum. Jemand hat ausgerechnet, wenn alle Chinesen und Inder so viele Autos haben wie wir Deutschen, dann können alle noch einmal anmachen und dann ist der Planet sowieso vorbei. Jetzt ist die EU-Kommission aufgeschreckt. Der CO2-Ausstoß der Fahrzeuge muss reduziert werden, sagt die EU-Kommission. Wir müssen den Planeten retten. Wir haben noch 13 Jahre und 4 Monate sind schon um, wie Sie wissen. Der CO2-Ausstoß muss reduziert werden pro Fahrzeug. Und dann sagt die Automobilindustrie in Deutschland sofort, ja Moment mal, ihr wollt doch wohl nicht den Planeten auf dem Rücken unserer Arbeitsplätze retten. Wenn der CO2-Ausstoß pro Fahrzeug reduziert wird, da sind 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie in Gefahr. An dem Tag ist mir klar geworden, die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um ein Auto herzustellen, hängt vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges ab. Sagen Sie, die bei der Automobilindustrie, die beatmen sich da auch in ihren eigenen Auspuffrohren, oder? Oder denken Sie, wenn das Auto zu wenig CO2 ausstößt, dann sagen Sie, nee, da habe ich keine Lust mehr zu fahren. Da kaufe ich auch kein Auto mehr. Was hat Michael Gloß gesagt? Sollen wir Deutschen ein Volk von Kleinwagenfahrern werden? Natürlich nicht, Herr Gloß, um Himmels Willen, wie kommen Sie auf die Idee? Wenn der Deutsche die Wahl hat, mit einem kleinen Auto durch eine intakte Umwelt zu zuckeln, ohne mit einem riesen Geländewagen über einen verwüsteten Planeten zu brettern, dann weiß der Deutsche doch, was er will. Also haben wir ein Dilemma. Retten wir den Planeten oder retten wir die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie? Das ist doch ein Dilemma, auch für die Kanzlerin. Ist sowas ein Dilemma? Und dann steht die Merkel dann da. Wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Wenn es schwierig wird, dann steht sie ja immer erst mal da und dann guckt sie so. Guckt sie so und dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird wie ich. Und weil sie meistens ja nichts sagen will, weil sie sich auf keinen Fall festlegen will, dann fängt sie erstmal an, so ein paar Sprechblasen abzusondern. Und dann sagt sie dann so Sachen wie, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinanderdividieren lassen. Das kommt immer sehr gut an. Das klingt sehr souverän und das klingt nach Einigkeit und so. Und dann schiebt sie meist noch hinterher, wir müssen in der Frage Geschlossenheit zeigen. Das ist sehr schön, Menschen, die in Anstalten leben, haben es halt gern geschlossen. Und wenn sie dann so mit diesen Sprechblasen die Luft ein bisschen angewärmt hat, dann schiebt sie ihre allgemeinen Plätzchen in den Backofen hinterher. Sie backt ihre allgemeinen Plätzchen in ihre eigenen Sprechblasen. Wir haben praktisch einen Umluftherd als Bundeskanzlerin. Und ihr liebstes Allgemeinplätzchen, und das passt aber immer überall, das ist im Augenblick immer, wir müssen in der Frage eine gemeinsame Lösung finden. Damit kommt sie überall durch. Und mit diesem einen Satz kann man auch Bundeskanzlerin sein. Mehr muss man nicht drauf haben. Man muss in der Frage eine gemeinsame Lösung finden. Also natürlich haben wir jetzt hier die Arbeitsplätze und den Planeten. Und da sagt die Merkel, da müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Da müssen sich die Arbeitsplätze mit dem Planeten mal zusammensetzen. Wenn es hart auf hart kommt, wird die Merkel natürlich sagen, ja, Planet, Arbeitsplätze, wer wählt mich? Dann wird sie sagen, müssen es leider vom Planeten verabschieden, war eine schöne Zeit. Aber wir haben ja immer noch die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Sagen Sie, braucht man einen Gendefekt, um Politiker zu werden? Das frage ich mich immer öfter. Oder gibt es einen geheimen Ort in Deutschland, wo Menschen zu Politikern umoperiert werden? Bei den Sportlern schimpfen immer alle, weil die gedopt sind. Ja, die bringen aber wenigstens Leistung. Natürlich sind die bei der Tour de France alle gedopt. Aber dafür kommen die auf die Berge ja auch rauf. Die können sich da dopen, da habe ich doch kein Problem mit. Die sollen nur aufs Trikot draufschreiben müssen, was sie genommen haben. Das fände ich korrekt.
Da kann man im Ziel auch mal sehen, was funktioniert und was nicht. Und dann können wir vielleicht das, was den Ulrich so schnell gemacht hat, der Merkel auch mal spritzen. Ich weiß ja nicht. Wir müssen uns doch was einfallen lassen, meine Damen und Herren. Wählen allein hilft doch nicht weiter. Wir haben das doch versucht. Wofür haben wir gewählt vor 1,5 Jahren? Weiß das noch einer? Wir hatten doch die große Koalition vorher auch im Vermittlungsausschuss. Hartz IV, die letzte Gesundheitsreform, der ganze Mist wurde in der großen Koalition verabredet. Alle sagten, Mann, so eine Scheiße, das muss aufhören. Dann haben wir gewählt, jetzt haben wir die große Koalition offiziell in der Regierung. Und alle dachten, jetzt wird's besser. Sagen Sie mir, wie sind Sie eigentlich drauf? Glauben Sie wirklich, wenn Sie die Scheiße aus dem Klo in eine Vase füllen, wird irgendwas besser? Warum haben wir überhaupt gewählt? Bloß, weil der Schröder den neuen Job in Aussicht hatte? Hätte der Schröder das sagen können, oder? Hätte der Mann damals gesagt, wisst ihr was, ich habe was Besseres, hätte mir gesagt, prima Schröder, wir auch, hau ab, werd glücklich. Wir hätten gesagt, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Da kannten wir die Merkel ja noch nicht näher. Es wäre uns der Wahlkampf erspart geblieben. Und der peinliche Auftritt von Schröder in der Elefantenrunde, der wäre uns auch erspart geblieben. Das war da wohl der Tiefpunkt, wie der sich da aufgeführt hat. Ich habe gedacht, wenn ihm die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus. Typisch billiger Roter, ganz schwach im Abgang. Und nur weil der Schröder sich so daneben benommen hat am Wahlamt und die Tage und Wochen danach, nur deshalb war die Merkel doch erstmal so beliebt. Das wäre doch sonst auch alles nicht passiert. Das ist doch ihr Trick. Sie ist doch immer nur deshalb so beliebt, weil alle anderen sich daneben benehmen. Auch jetzt wieder, die Zankerei in der Koalition bleibt doch nicht an ihr hängen. Das ist ja nicht ihre Regierung, sie zankt sich ja nicht mit. Die anderen benehmen sich daneben und die Merkel macht nichts. Das ist ihr Trick. Sie macht überhaupt nichts, aber sie benimmt sich nicht daneben. Sie bleibt freundlich, ne, und sagt immer, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Das finden die Leute sympathisch. Was waren die Deutschen begeistert bei dem Amtsantritt von Merkel? Oh, endlich mal eine Frau. Und dann, sie macht das doch nicht schlecht, hieß es. Ich habe immer gesagt, was macht sie denn? Das wissen wir nicht, aber sie macht das nicht schlecht. Sehr schön auch immer die Leute, die sagten, die macht das besser als erwartet. Das ist eine super Kategorie. Besser als erwartet. Wenn die die Wertung bei der Tour de France einführen, fahre ich da auch mit. Was hat sie denn gemacht? Am Anfang war sie erstmal nur unterwegs, oder? Okay, sie hat in Brüssel den EU-Gipfel gerettet. Das wollen wir nicht vergessen. Dezember 2005, ihre erste Reise nach Brüssel. Der erste Auftritt von Angela Merkel auf der europäischen Bühne. Alle waren ganz begeistert. Nicht mehr dieses hemdsärmelige Bastard von Schröder, sondern dieser diplomatische Stil, dieses Verhandlungsgeschick. Sie hat den Agrargipfel gerettet im Dezember 2005. Wissen Sie, wie die das gemacht hat? Die hat 2 Milliarden deutsche Euro auf den Tisch geschmissen, die wir gar nicht hatten. Die Konflikte wieder mit Kohle zugekleistert. Schulden gemacht, neue Schulden gemacht. Um den Gipfel zu retten. Pump auf Pumps. Maggie Thatcher hat noch ihre Handtasche in Brüssel auf den Tisch gehauen. Können Sie sich erinnern? I want my money back. Und zwar in this bag. Den Rabatt haben die Engländer heute noch nach 20 Jahren. Unsere schmeißt die Kohle auf den Tisch. Und sie haben sich gewundert, warum der Chirac der immer die Füße geküsst hat. Sie war nur unterwegs am Anfang, sie war nur unterwegs. Sie war in London, in Paris, in Washington, Moskau. Alle waren ganz begeistert. Ja, können Sie sich an irgendwas erinnern, irgendwas von Substanz? Ja, sie hat immer wieder nach Hause gefunden. Super. Besser als erwartet, ja, da kann man nicht widersprechen. Dann hat sie die Rente gekürzt, wollen wir auch nicht vergessen. Sie haben wahrscheinlich gedacht, die würde die Rente ganz abschaffen und waren erleichtert. Besser als erwartet. Jetzt ist sie wieder unterwegs, oder? Jetzt ist sie da wieder unterwegs. Sie ist ja jetzt Vorsitzende vom G8-Gipfel und EU-Ratsvorsitzende ist sie, das erregt sie alle sehr. Und
Jetzt darfst du diese ganzen Tagungen organisieren. Jetzt Heiligen Damm, wunderbar, meine Damen und Herren. Die G8-Staaten treffen sich, um den Klimaschutz zu diskutieren. Diese Erklärungen sind wahnsinnig interessant. Die sagen dann, wir müssen wirklich was tun. Das ist super. Jetzt wollen sie über das Nachfolgeprotokoll von Kyoto diskutieren. Ja, das Kyoto-Protokoll wurde schon nie eingehalten von irgendjemand. Jetzt kommt das Nachfolgeprotokoll von Kyoto, meine Damen und Herren. Das ist doch, als wenn sich ein Haufen Alkoholiker, die versprochen haben, bis Ende 2006 mit dem Saufen definitiv aufzuhören, im Sommer 2007 Heiligendamm treffen, bei einem Kasten Bier und 10 Flaschen Schnaps, um mal darüber zu reden, wie es weitergehen kann. Aber die Merkel kommt damit durch. Die Leute finden das klasse. Die schwebt über ihre eigene Regierung. Ja, sie ist nur noch unterwegs jetzt wieder. Jetzt war sie im Nahen Osten, war sie auch vor ein paar Wochen. Denen bleibt auch gar nichts erspart. Das muss man sagen. Hat sich alles angeguckt. Am Schluss war sie bei den Saudis, bei den Scheichs. Da habe ich sie in der Tagesschau gesehen. Bei den Scheichs saß sie da. Und da sagt die Merkel auch tatsächlich allen Ernstes in der Tagesschau, in Anwesenheit der Scheichs, sagt sie, um die Probleme im Nahen Osten in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ich dachte, um Himmels Willen jetzt, aber die Scheichs waren völlig begeistert. Super, auf die Idee ist hier noch nie einer gekommen. Ne? Die Frau schickt ja Allah, Wahnsinn. Und dann ist sie ganz beschwingt weitergereist, selbe Woche. Ne? Selbe Woche war sie dann noch in Frankreich, da war der Afrika-Gipfel. Jacques Chirac traf sich mit den ganzen Staatspräsidenten aus Afrika. Ein schwieriger Gipfel, Afrika steht am Abgrund und viele sagen, da ist gar nichts mehr zu retten, es wird immer schlimmer. Und die Merkel kommt da rein auf den Gipfel. Ne? Jetzt gucken die Afrikaner ja kein deutsches Fernsehen, die wussten also nicht, was kommt. Es war dieselbe Woche. Wieder Tagesschau Merkel auf der Afrika-Konferenz sagt, um die Probleme Afrikas in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Und die wieder alle, super, klasse. Jetzt laufen die Afrika alle rum, gemeinsame Lösung, gemeinsame Lösung. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist doch kein Regieren, meine Damen und Herren. Die machen doch ja nichts. Die Gesetze, die die gemacht haben, sind doch meistens gar nicht bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen. Die hat der Köhler vorher abgefangen. 70% der Deutschen sagen, die Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt, mit Streitereien. Aber 70% finden die Merkel toll, weil die mit der Regierung gar nicht in Verbindung bringen. Die Merkel schwebt über ihrem eigenen Kabinett, auf ihrer eigenen Sprechblase, wie so eine Hovercraft. Schwebt die, wie Queen Mum persönlich, schwebt die über ihrem Kabinett. Eingelegt in Gin, in ihre eigene gemeinsame Lösung quasi. Was hat sie gemacht? Okay, eins hat sie gemacht, das wollen wir festhalten. Sie hat im Wahlkampf ja schon versprochen, wir werden die Löhne senken, um die Steuern erhöhen zu können. Und das haben die ja gemacht am 1. Januar. Ja, die Löhne sind gesenkt worden am 1. Januar. Was? Die Lohnnebenkosten, sagen sie. Das ist richtig, ja, aber was ist denn das? Was sind Lohnnebenkosten? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Fragen Sie mal einen Arbeitgeber. Für einen Arbeitgeber sind Lohnnebenkosten einfach ein Teil des Lohns. Welcher Teil des Lohns gesenkt wird, ist dem Arbeitgeber ziemlich egal. Der Hauptsache ist, der muss weniger Geld bezahlen, damit sie für ihn arbeiten. Jetzt sind die Lohnnebenkosten der Teil des Lohns, mit dem der Arbeitgeber sich an der Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung beteiligt. Das heißt, wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss doch das, was vorher von dem Geld bezahlt worden ist, von irgendjemand anders bezahlt werden, oder? Jetzt raten Sie mal, wer das ist. Kleiner Tipp, es ist nicht Ihr Arbeitgeber. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Lohnsenkung und sonst gar nichts. Die Löhne sind so hoch, die müssen gesenkt werden. Freuen sich nie wieder über eine Senkung der Lohnnebenkosten. Es ist eine Lohnsenkung. Sie zahlen hinterher drauf. Denn die Merkel hat ja schon im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Senkung der Lohnnebenkosten gegenfinanzieren durch die höhere Mehrwertsteuer. Eigentlich hätte die sagen müssen, damit wir ihre Löhne senken können, müssen sie höhere Steuern zahlen. Das ist die Wahrheit. Und das haben die jetzt ja auch gemacht. Am 1. Januar, ne, Merkel hat das ja anders erklärt. Merkel hat ja damals gesagt, wir senken die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung um 2 Prozentpunkte. Da hat der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeder 1% mehr in der Tasche. Ob brutto oder netto, so pingelig wollen wir ja schon gar nicht mehr sein. Sagen wir Bretto. Oder Nutto, das ist noch schöner, oder? Also, hier war Ihr Lohnniveau Ende 2006. Seit 1. Januar haben Sie netto 1% mehr.
Jetzt kommt die Erhöhung der Mehrwertsteuer, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das wird auf die Preise aufgeschlagen oder nicht. Wenn es auf die Preise aufgeschlagen wird, dann bedeuten 3 Prozentpunkte mehr Mehrwertsteuer, höhere Preise von 2,59%. Die Preise werden nämlich nicht 3% höher, sondern 2,59%. Ja, bis ich Ihnen das erklärt habe, ist die nächste PISA-Studie schon wieder vorbei. Aber man muss genau sein, die Korinthenkacker sind ja überall. Gymnasiallehrer dürfen die abends frei rumlaufen. Also, wenn die Mehrwertsteuer auf die Preise aufgeschlagen wird, dann haben Sie praktisch netto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Oder das, was jetzt passiert ist, ist Folgendes. Der Preiskampf ist so stark in Deutschland, die können die Preise gar nicht erhöhen. Die müssen aus den alten Preisen die neue Mehrwertsteuer rausrechnen. Müssen die aber dann sofort abführen. Das heißt, alle, die etwas verkaufen, die etwas herstellen und verkaufen, haben dann ihrerseits 2,59% weniger Gewinn, weil die ja die Preise nicht erhöhen können. Das heißt, in dem Fall haben die Unternehmer netto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Das heißt, entweder Sie haben weniger Geld in der Tasche und kurbeln davon nachhaltig die Konjunktur an und bauen parallel dazu noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge auf. Denn wenn Sie das Geld schon nicht haben, können Sie es ja auch zweimal ausgeben. Oder die Unternehmer haben weniger Geld in der Tasche und stellen davon neue Leute ein. Eins von beiden kommt auf jeden Fall. Sie müssen das auch gar nicht begreifen. Das ist ja eine christliche Partei. Sie müssen das glauben. Ich bin kein Fan der SPD, haben Sie vielleicht schon bemerkt, meine Damen und Herren. Ich halte das Spitzenpersonal der SPD für zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pissen. Und bevor Sie nach den Grünen fragen, die finden ja nicht mal mehr den Schnee. Aber den Grünen macht das nichts. Die SPD hat aber ein echtes Problem. Kurt Beck heißt das. Da hilft auch Waschen und Rasieren. Nicht weiter, meine Damen und Herren. Da kommt nichts mehr. Und die Leute erinnern sich auch zu gut, was die SPD gemacht hat in den letzten 8 Jahren. Rot-Grün ist gewählt worden, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten der Kohl-Ära wieder rückgängig zu machen. Was ist passiert? Die haben die Ungerechtigkeiten verschärft. Nach 7 Jahren Rot-Grün hatten die Leute weniger Geld netto in der Tasche, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen, und die Leute netto mehr in der Tasche, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das war die soziale Politik von Rot-Grün. Das ist diese SPD-Robin-Hood-Methode. Die Grünen machen so eine Politik für ihre Wähler. Das muss man verstehen. Der grüne Wähler ist Besserverdiener. Die grüne Wählerschaft ist im Durchschnitt die mit dem höchsten Einkommen. Ja, ist nun mal so. Ein Grüner, ja, wer kann denn im Reformhaus einkaufen gehen, meine Damen und Herren? Im Grunde ist ein Grüner ein Liberaler, der für Dosenpfand ist. Also, im Grunde ist ein Grüner ein Westerwelle mit Verstand und Gewissen, würde man sagen. Gegen Kernkraft, aber für Kaviar zum Beispiel. Warum nicht Kaviar? Natürlich Bio-Kaviar, handgestreichelter Stör, ist klar. Die Grünen haben Politik für ihre Wähler gemacht, deshalb fallen die Umfragen auch nicht runter. Die SPD hat Politik gegen ihre eigenen Wähler gemacht. Die SPD macht seit 8 Jahren systematisch Politik gegen die Menschen, die immer SPD gewählt haben. Und jetzt wundern die sich, warum die nicht mehr SPD wählen wollen. In Nordrhein-Westfalen sind fast 40% der Mitglieder ausgetreten aus der SPD. Und die Führung weiß bis heute nicht, was passiert ist. Die Mitglieder wissen, was los ist. Die haben gesagt, ich muss nicht in einem Handballverein sein, wenn ich Fußball spielen will. Die SPD ist fast nicht mehr da in Nordrhein-Westfalen. 40 Jahre Alleinregierung und jetzt kennt die keiner mehr. Der bekannteste Sozialdemokrat Nordrhein-Westfalens ist Jürgen Rüttgers. Soweit haben die es gebracht. Die Leute haben das nicht vergessen. Die SPD hat eine Arbeitsmarktreform gemacht, Hartz IV genannt. Da wurden die Menschen, die 40 Jahre lang in die Kassen eingezahlt hatten, genauso behandelt wie die, die noch nie in irgendetwas eingezahlt hatten. Und das nennen die bis heute sozial gerecht. Ein 17-Jähriger, der keinen Bock mehr auf zu Hause hatte, konnte ausziehen und Hartz IV beantragen. Und als dann die Ersten das gemacht haben, da saß der Wolfgang Clement nicht da und hat gesagt, sag mal, welcher Vollidiot hat eigentlich dieses bescheuerte Gesetz gemacht? Nee, der Clement hat sich über die jungen Menschen aufgeregt, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, was er gemacht hatte. Und bis heute sagt die SPD, Hartz IV sei sozial gerecht. Obwohl inzwischen sogar der Rüttger sagt, es ist sozial ungerecht.
Man muss sich das wirklich klar machen. Die SPD hat es geschafft, sich in eine Ecke zu manövrieren, dass ein Mensch wie Jürgen Rüttgers sagen kann, die machen sozial ungerechte Politik. Das ist, als wenn der Papst sich so daneben benimmt, dass ein Zuhälter sagen kann, sie sind aber ganz schön unmoralisch geworden. Dann die Steuerreform von 1999. Hans Eichel, die SPD-große Steuerreform. Haben sie die Heuschrecken ins Land geholt? Da freuen wir uns heute ja noch dran. Ja, die haben die Heuschrecken ins Land geholt. Der Wedeking von Porsche, dieser marxistische Ideologe, der hat den Schröder extra noch angerufen kurz vorher, hat gesagt, lasst das sein, ihr könnt doch nicht die Veräußerungsgewinne von Firmenverkäufen steuerfrei stellen. Doch, doch, das machen wir, das bringt da Investoren ins Land. Ja, super. Jetzt können sie eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert, verschlanken die Firma, indem sie ein paar Leute entlassen, machen die eben noch profitabler, verkaufen die Firma wieder und können den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert, und dann zerschlagen und in Einzelteilen teuer weiterverkaufen und den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können auch eine Firma aufkaufen, Sie haben das Geld gar nicht, um die Firma zu kaufen. Aber die Firma macht ja große Gewinne. Dann leiht die Bank Ihnen das Geld, Sie stellen den Kredit, den Sie aufgenommen haben, in die Bilanz von der Firma ein, lassen die Firma den Kredit abarbeiten und dann verkaufen Sie die wieder und können den Gewinn steuerfrei einstreichen, meine Damen und Herren. Das alles verdanken wir der Sozialdemokratie Deutschlands. Die Älteren kennen den Satz noch. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Sozialdemokraten. Die Steuerreform von 99, das war der Anfang vom Ende. Die großen Konzerne haben gar nichts mehr bezahlt. Die haben noch Geld wiedergekriegt. Die haben Steuergelder von 1997 wiedergekriegt. Gelder, die schon mal bezahlt hatten, mussten zurückerstattet werden. Das war alles geplant. Das war die Entflechtung der Deutschland AG. Ja, das sind ganz komplizierte Konstruktionen, aktienmäßig. Aktienpakete werden rückausgetauscht und dann kann man das wieder auflösen, steuerlich und geltend machen. Wunderbares Konzept. Nur ein Jahr nach der Steuerreform steht der Eichel im Fernsehen und sagt, wir haben ja nicht gewusst, dass die großen Konzerne das alles auf einen Schlag im ersten Jahr in Anspruch nehmen würden. Wir hatten gedacht, die würden das auf 6, 7 Jahre strecken, da wäre das haushaltstechnisch kein Problem gewesen. Jetzt haben wir ein Haushaltsloch, das ist richtig. Ja. Ja, Eichelmännchen, du alter Stratege. Du stellst auch in einmal Gummibärchen von 2-Jährigen und sagst, das teilst du dir bis zur Pubertät, aber schön ein. Wie nennen Sie so jemand, der sowas macht? Der ist doch dumm wie 100 Meter Landstraße bei Kassel, oder? Und das ist doch eine freundliche Unterstellung. Ja, entschuldigen Sie bitte, es gibt doch nur 2 Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Clement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit ihren Gesetzen anrichten. Oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn die wirklich nicht gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße. Damit könnte man ja leben. Dann sind sie einfach Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik geworden. Wenn Sie aber genau gewusst haben, was Sie mit Ihren Gesetzen anrichten, meine Damen und Herren, was die Herrschaften das dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut sagen. Das muss sich jeder von Ihnen selber denken. Fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. Und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, dass die SPD-Spitze sich entscheidet, wollen Sie Dumpfbacken oder Riesenöcher sein. Die SPD ist den großen Konzernen 7 Jahre lang steuerpolitisch bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen. Und plötzlich merkte der Müntefering, da geht es gar nicht weiter. Och, och, och. Und jetzt versuchen sie mal eine Kehrtwende im Enddarm von Ackermann. Da sagt der Münte lieber, Augen zu und durch. Ja? 16 Jahre lang hat die CDU federführend alles verbockt. 7 Jahre lang hat die SPD federführend alles verbockt. Und jetzt dürfen die mal zusammen ran. Minus mal Minus gibt Plus, meine Damen und Herren. Bis neulich.
Meine Damen und Herren, Sie alle haben sich an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. 1990. Die Sowjetunion begann sich aufzulösen. Gorbatschow hatte gesagt, wir rüsten nicht mehr mit, es ist vorbei. Das Wettrüsten war zu Ende. Gorbatschow sagte, wir können nicht mehr, wir haben das Geld nicht mehr. Ihr könnt betteln, solange ihr wollt, wir rüsten nicht mehr mit. Sie haben gut lachen, aber die amerikanische Rüstungsindustrie war in heller Aufregung. Der Feind hatte sie einfach aufgelöst. Ohne Rücksprache. Alle sprachen von Friedensdividende. Wie hätte man jetzt der amerikanischen Bevölkerung noch klar machen sollen, dass die ganzen schönen Steuergelder für wahnsinnige Rüstungsprojekte ausgegeben werden mussten? Star Wars, SDI, was weiß ich. Die Amis hätten gesagt, nee, nee, Friedensdividende. Wir können jetzt mal Schulen bauen, wir können Straßen reparieren. Wir haben überhaupt keine Gesundheitsvorsorge in den USA und das Dammschutzprogramm müsste dringend mal erneuert werden. Wenn Sie den Menschen Geld für Rüstungsprojekte abpressen wollen, dann brauchen Sie eine Bedrohung. Wenn Sie Gesetze ändern wollen, die die Bürgerrechte einschränken, dann brauchen Sie einen Feind. Sie müssen den Leuten Angst machen. Und da haben die sich einen Feind gebastelt. Die haben den Hussein zum Hitler aufgeblasen. Einen miesen, kleinen, lokalen Despoten zum Hitler aufgeblasen. Natürlich war der Hussein immer ein riesen Arschloch, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deshalb war das ja auch der natürliche Verbündete der USA gewesen. Aber der war doch niemals eine Bedrohung für die Welt. Aber der Papa Bush, der hat die Amis so verrückt gemacht. Vor dem letzten Krieg, jetzt haben 70% der Amerikaner geglaubt, der Hussein hätte mit seinen Raketen bis Amerika schießen können. Dieses dämliche Volk weiß ja nicht mehr, dass Wasser zwischen den Kontinenten liegt. Und der Papa Bush hat gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Und hat eine Riesenarmee an den Persischen Golf gebracht. Und seitdem sind die ja da. Die sind da geblieben nach dem ersten Krieg. Überall stationiert in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon der olle Kissinger, Öl ist zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Für sowas kriegen Sie einen Friedensnobelpreis, wenn Sie mal Interesse haben. Es sind aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man dann doch schon mal fragen, was Ihr Herrgott sich da so bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln. Machst du das überhaupt nicht stutzig? Haben Sie noch nie Angst gehabt, dass Sie vielleicht doch vor dem falschen Altar rumrutschen? Überlegen Sie mal, unser Öl bei den Moslems, unser Gas bei den Kommunisten. Was haben wir? Die dreckige Kohle, die kommt nicht mal von selber hoch. Was haben die Amerikaner im Irak verloren? Menschenrechte schützen? Können wir den Scherz noch mal in Farbe hören? Was diese amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, haben wir doch jetzt alle begriffen, oder? Systematische Folterung von Kriegsgefangenen, Abu Ghraib, die haben sich das vom Kongress schriftlich genehmigen lassen, dass die Menschen foltern dürfen. Guantanamo Bay, das größte Verbrechen der westlichen Zivilisation seit dem Zweiten Weltkrieg, Menschen wie Tiere käfigen, seit 5 Jahren. Haben Sie die Bilder mal gesehen, in diesen roten Overalls mit den Handschellen, in den Fußfesseln? Seit 5 Jahren sitzen einige da. Keine Anklage, keine Beweise. Nichts, nur Vorwürfe. Sack überm Kopf und verschleppt aus Afghanistan. Ihr seid Bestien, für euch gelten keine Grundrechte. Natürlich nicht. Es sind ja Bestien. Wissen Sie, warum die also lange Haare haben? Die Zellen sind rund um die Uhr beleuchtet. Wenn Sie da ein bisschen Dunkelheit mal haben wollen, dann müssen Sie die Haare so lang wachsen lassen, dass Sie über die Augen kämmen können. Hat der Kohn das doch alles erzählt? Seit 5 Jahren sitzen Menschen unter diesen Bedingungen. Rund um die Uhr beleuchtete Zellen, permanente Verhöre, immer wieder dieselben Vorwürfe. Nach 5 Jahren gestehen sie alles unter solchen Bedingungen. Und dann sagt mein Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble, ihm sei von Folterungen in Guantanamo nichts bekannt. Ja, dem Mann können wir ja zumindest weiterhelfen. Ich schlage hiermit offiziell vor, Herrn Schäuble mal 5 Jahre lang in so einem Käfig einzusperren, meine Damen und Herren. Das können wir doch hier in Bonn machen. Sie haben doch sicher noch ein schönes freies Plätzchen.
Da machen wir eine neue Touristenattraktion draus, so eine neue Fanmeile, Public Schäuble Viewing. Ich meine das ernst, ich bezahle den Käfig und alles, was Herr Schäuble frisst. So viel wird das nicht sein. Und Sie können ab und zu vorbeigehen und sagen, na Herr Schäuble, haben Sie jetzt eine konkrete Erinnerung an die Spendenaffäre oder müssen wir nochmal wiederkommen? Und wenn der Schäuble dann nach 5 Jahren in so einem Käfig immer noch nicht weiß, was Folter ist, ja, dann wollen wir auch nichts gesagt haben. Ne? Dann war ja alles prima. Menschenrechte, hören Sie doch damit auf. Es geht doch hier nicht um Menschenrechte, es geht um Schürfrechte. Es geht ums Öl. Natürlich. Der Erste, der es offen zugegeben hat, war Jacques Chirac. Man muss dem Mann doch dankbar sein. Im Januar 2006 hat er das offen zugegeben. Die sind doch jetzt mit dem Iran zugange. Nachdem die Demokratisierung des Irak so wunderbar funktioniert hat, soll das Erfolgsmodell ja auf den Iran übertragen werden. Die freuen sich schon ein Loch in den Bauch, da alle. Jetzt hat der Iran natürlich einen Fehler gemacht, das muss man eingestehen. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Seitdem wird der Iran kontrolliert von der Atomenergiebehörde, von dem El-Baradei. Israel zum Beispiel hat den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. Die werden auch von keinem kontrolliert. Das ist auch nicht weiter schlimm. Israel hat Atomwaffen hergestellt, das weiß man seit 20 Jahren. Da haben die nie drüber geredet, der Olmert hat sich letztes Mal verplappert, aber man weiß, die haben das Zeug. Die haben Atomwaffen, die haben Atomkraftwerke, alles kein Problem, die werden nicht kontrolliert. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, wie wir Deutschen übrigens auch. Hat sich verpflichtet, keine Atomwaffen herzustellen, nicht zur Verbreitung von Atomwaffen beizutragen und darf dafür im Gegenzug Uran zu friedlichen Zwecken anreichern für die Kernenergie. Alles das, was wir Deutschen auch machen. Jetzt kann man mit dem angereicherten Uran böse Dinge tun. Das wissen wir alle. Bei uns Deutschen geht da keiner von aus. Wir Deutschen haben uns über die Jahrhunderte einen einwandfreien Leumund erworben. Der Iran aber hat ja schon mehrere Weltkriege angezettelt und ist bekannt dafür, dass er immer wieder über unschuldige Nachbarvölker einfach so herfällt. Jetzt sagt die westliche Wertegemeinschaft zum Iran, du hörst jetzt erstmal auf, das Uran anzureichern. Du hörst da erstmal komplett mit auf. Vorher reden wir überhaupt nicht weiter. Hör auf damit. Du kannst es ja bei uns kaufen, das Zeug. Und dann sagt der Iran, zu meinen Augen nicht zu Unrecht, über den Ahmadinejad müssen wir nicht reden, meine Damen und Herren. Der Mann hat natürlich einen Vollschatten, das weiß ich auch. Der Ahmadinejad hat nicht nur einen neben sich stehen, der hat einen vor sich, einen hinter sich. Der ist vom Müntefegs umzingelt, würde ich so sagen. Sehen Sie, wer ernsthaft den Holocaust leugnet, das ist auch kein Thema mehr fürs Kabarett. So ein Mann gehört in die Psychiatrie, der muss behandelt werden. Ich weiß, ob man das behandeln kann, aber das ist nicht mehr mein Thema. Also lass mal den Mann mal außen vor. Aber der Iran sagt in meinen Augen im Dezember 2005 nicht zu Unrecht, Moment mal, wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, da steht drin, wir dürfen Uran anreichern zu friedlichen Zwecken. Jetzt wollt ihr uns das verbieten? Dann drehen wir euch den Ölhahn ab. Das sind ja auch nur Verträge, oder? Kann man doch einseitig brechen, haben wir doch gerade gelernt. Und dann sagt der Jacques Chirac daraufhin im Januar 2006 wörtlich, ich bin bereit, Atombomben auf Schurkenstaaten zu werfen, wenn die strategische Versorgung des Westens gefährdet ist. Das heißt, natürlich kann der Iran Atombomben haben. Der Chirac bringt die sogar persönlich vorbei. Und wir müssen nur noch klären, was Jacques Chirac wohl unter der strategischen Versorgung des Westens versteht. Was schätzen Sie? Croissants? Es geht ums Öl, natürlich. Wir sind komplett abhängig vom Öl. Die ganze Wirtschaft hängt davon ab. Das muss verfügbar bleiben zu einem akzeptablen Preis. Wo kommen wir hin, wenn die Menschen, denen das Öl gehört, bestimmen, was es kostet? Die NATO muss das sicherstellen, dass das Öl verfügbar bleibt. Unseren Nachschub sicherstellen. Damit die Bundeswehr da mitspielen kann, muss die Bundeswehr umgebaut werden. Das ist ja eine Verteidigungsarmee. Ne? Da tun sie ja nun gar nichts mit. Das ist da ein sinnfreier Haufen, Verteidigungsarmee. 50 Jahre lang haben die sich in der Lüneburger Heide den Zapf in die Striche. Ist da einmal einer gekommen? 60 Jahre nach Kriegsende muss man noch mal akzeptieren. Kein Schwein auf der Welt will mit uns Deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Das ist demütigend, ja. Aber die Welt ist schlecht. Jetzt wollen die Jungs überall mitkämpfen. Und da hat der Struck damals sofort gesagt, Deutschland wird jetzt am Hindukusch verteidigt.
Als der Struck den Satz zum ersten Mal gesagt hat, habe ich schon geahnt, Struck und Durchblutung. Aber jetzt sind die deutschen Soldaten überall. 9000 deutsche Soldaten sind weltweit im Einsatz, zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Die grünen Pazifisten, die aus der NATO austreten wollten, haben die deutschen Soldaten weiter geschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Ein fantastischer Erfolg. 9000. Deutsche Soldaten weltweit im Einsatz und jetzt sagt die Bundeswehr, mehr können wir nicht mehr. Sie haben gesagt, noch einen Auftrag können sie auch nicht übernehmen. Sie sind logistisch am Ende, auch finanziell. Man hat es bei den Tornados ja gerade gesehen. Man hält die 30 Jahre lang vorrätig, da werden die 14 Tage lang gebraucht, schon bricht das erste Bugrad ab. So desolat ist unsere Bundeswehr, meine Damen und Herren. Die haben gesagt, sie können nicht mehr. Und mich macht das sehr nervös. Hören Sie mal, wir füttern noch da 280.000 Mann stehendes Heer durch, oder? Wir haben 280.000 Mann unter Waffen. Wenn davon 9.000 ihrem Beruf nachgehen, sind die finanziell am Ende. Wenn das der Russe geahnt hätte. Jetzt kommt erschwerend hinzu, die waren so lange nicht im Ausland, die deutschen Soldaten, die wissen gar nicht mehr, wie man sich als Soldat da benimmt. Jetzt haben sie sich daneben benommen, in Afghanistan, Riesenskandal, es hieß obszön, obszön. Ich dachte, was ist los? Der Verteidigungsminister sagte, was die deutschen Soldaten gemacht haben, wäre obszön, unentschuldbar. Ich dachte, was haben sie gemacht, obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kameraden missbraucht? Ich meine, machen sie ja gerne, ne? Gehört ja zur Grundausbildung, wie wir inzwischen gelernt haben, oder? Was haben sie gemacht? Haben sie Kinder über den Haufen geschossen? Haben sie Frauen geschändet? Obszön, was haben sie gemacht? Nee, geschossen hatten sie gar nicht. Schnappschüsse hatten sie gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben, waren Schnappschüsse. Haben den Leuten die Motive nicht gefallen. Wenn die Amerikaner Kinder über den Haufen schießen, fragt keiner nach den Motiven. Die sind immer ehrenwert. Bei unseren Fotos kommt es auf die Motive an. Die Deutschen waren völlig entsetzt. Viele haben gesagt, wieso eigentlich deutsche Soldaten in Afghanistan? Ich dachte, das wäre die Bundeswehr da. Das sind doch keine Soldaten, ich bitte Sie. Das haben wir doch gelernt, Bundeswehr, das sind Staatsbürger in Uniform. Menschen wie du und ich, Menschen mit innerer Führung, die einfach Spaß haben, in der Uniform rumzulaufen. So Ganzjahreskarnevalisten, was weiß ich. Die verbreiten unser Brauchtum weltweit. Jetzt ist denen da in Afghanistan diese Hamlet-Aufführung ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber das haben sie ja gleich gesagt. Die Soldaten haben gesagt, das würde nie wieder vorkommen. Nächstes Mal würden sie auch Kinder über den Haufen schießen. Da würde zu Hause keiner sagen, das ist obszön. Das wäre dann Notwehr. Meine Damen und Herren, die NATO-Doktrin sagt offiziell, wir dürfen die NATO-Soldaten auch außerhalb des Bündnisgebietes einsetzen, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Das heißt, wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Wenn das der Führer noch erlebt hätte. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Sie erinnern sich an den ersten Krieg gegen Hussein 1991. Im Januar begann das Bombardement. Erstmal 4 Wochen lang Präzisionsbombardement. Die Amerikaner können ja heute aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision, ja, die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe, die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können, aber die können aus 5... Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Februar 91, Papa Rüsch sagte, es kommt die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Es ging gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Februar 91, bei uns fiel der Karneval aus. Dafür waren die Gasmasken ausverkauft. In ganz Deutschland waren alle Gasmasken ausverkauft. Die Deutschen hatten Angst vor Saddam Hussein. Nur um mal klarzustellen, dass das deutsche Volk nicht weniger beschränkt ist als das amerikanische. Die Deutschen hatten Angst, der Hussein hätte mit den Raketen, die wir ihm verkauft hatten, mit den Gassprengköpfen bis nach hier schießen können. Dabei waren die alle für Israel gedacht. Und da hat er sie ja auch ordnungsgemäß hingeschossen. Der Hussein war immer ein fairer Kunde.
Der hat nie seine Lieferanten angegriffen. Der Ahmadinejad ist ein primitiver Antisemit, müssen wir nicht drüber reden. Israel muss zerstört werden, das ist primitiver Antisemitismus, natürlich. Aber das ist arabische Rhetorik seit 40 Jahren, meine Damen und Herren. Die Juden müssen ins Meer getrieben werden, das sagen die da seit 40 Jahren. Hat der Hussein auch immer gesagt. Wenn der Hussein sowas gesagt hat, hat die Regierung Kohl gesagt, Hussein, nicht so laut. Was brauchst du denn? Die Regierung Kohl hat den Export von Kurzstreckenraketen mit Giftgassprengköpfen aus Deutschland an den Irak genehmigt, meine Damen und Herren. Die hat den Todfeind Israels mit Giftgasraketen aufgerüstet. Und dann saßen die Deutschen im Februar 91 mit Gasmasken vorm Fernseher und sahen zu, wie die Israelis im Bunker saßen und mit Giftgas aus Deutschland beschossen wurden, mit deutschen Raketen. Wie nennen Sie das denn jetzt? Intelligenten Antisemitismus? Nach dem Motto, der Ahmadinejad schwätzt nur dumm rum, die Regierung Kohl hat wenigstens was getan? Ja, das ist doch mal ein Friedensnobelpreis wert, oder? Bei der größten Panzerschlacht aller Zeiten sind 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, meine Damen und Herren. Das sind jetzt Panzerschlachten heutzutage. 17 Tote, da ist bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. In beiden Kriegen gegen Hussein sind jeweils 150 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Jetzt die ganzen Toten, das war nach Ende des Krieges, zur Besatzungszeit. In den Kriegen sind jeweils 150 Amerikaner gestorben. Davon die Hälfte jeweils von eigenen Kameraden erschossen. Der Rest ist bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Alles wie zu Hause, killed by friendly fire. Guten Freunden gibt man halt ein Schüsschen oder ein paar hundert. Auf amerikanischer Seite 150 Tote, auf irakischer Seite jeweils 60, 70, 80.000 Tote. Das nennen Sie jetzt einen Krieg? Die haben die aus der Luft abgeknallt wie die Kanickel. Da ist da am Boden überhaupt nicht gekämpft worden. Da können Sie doch raten, wie so ein Krieg gewinnt, oder? Da können Sie auch den Klitschko auf den Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf dein Knie auf, der Kleine hat einen schweren linken Nagel. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Ja, das ganze Land war voller Massenvernichtungswaffen. Der konnte innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Wo ist das ganze Zeug eigentlich? Da hat der Putin einen schönen Satz gesagt. Wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Und der Papa Bush war clever. Der Papa Bush hat den Hussein noch an der Macht gelassen. Geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden, war weiter Husseins Problem. Ein Arschloch im Wandschrank. Für eine Weltmacht eine prima Sache. Wenn es zu Hause nicht so läuft. Wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank. Bum, 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 bum. Kommt er wieder weg. Zur Wiedervorlage. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September 2001, Amerika geschockt, zu Recht geschockt, furchtbares Verbrechen. Der Präsident, wir müssen was tun. Mr. President, da kann man doch nichts tun. Das ist Terrorismus, was wollen Sie denn tun? Das kann man nur ertragen, und zwar in Würde. Wir können der Welt beweisen, dass eine Demokratie sich durch solche Verbrechen nicht erschüttern lässt. Das ist doch Gesülze. Wir sind Amerikaner, wir tun immer was, wir müssen uns rächen. Ja, an wem denn, Mr. President? Das ist ja das Blöde bei Selbstmordattentätern. Ja, wir rächen es an den Hintermännern. Wir wissen doch gar nicht, wer das wirklich ist. Und wo die sind, wissen wir auch nicht. Ja, wir müssen aber irgendwas tun. Ja, wir können irgendwas bombardieren. Das ist das Einzige, was wir wirklich gut können. Wenn die Jungs am Boden rumlaufen, schießen die sich nur gegenseitig über den Haufen. Bombardieren wir Afghanistan, da ist eh schon alles kaputt. Außerdem läuft da der Bin Laden rum. Vielleicht treffen wir ihn ja. Terroristen-Bomben-Lotto, was weiß ich. Der erste vernünftige Vorschlag. Auf nach Afghanistan. Jetzt haben die den Bush damals mit Mühe davon abhalten können, Afghanistan mit Schiffen anzugreifen. Schade, oder? Ich hätte ihn fahren lassen. Stattdessen 4 Wochen lang Bomben auf Afghanistan. Ha, das hat schon mal gut getan. So.
Ist der Terrorismus jetzt besiegt? Nein, Mr. President, die Taliban sind besiegt, vorläufig. Die sind jetzt wieder im Untergrund als Terroristen. Der Terrorismus hat weltweit sehr großen Zulauf. Das war eine sehr schöne Werbeaktion, kann man nicht anders sagen. Ja, was denn mit dem Bin Laden, Freunde? Ja, den können wir nicht fangen, den hat das CIA zu gut ausgebildet. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen was tun! Ja, wir wissen doch, wo ein Arschloch im Wandschrank sitzt. Hat der was mit dem 11. September zu tun? Nein, aber wir wissen, wo er ist. Also raus damit. Bam, 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 bam. Und was macht der W?